In Wacken in Schleswig-Holstein hat das wahrscheinlich bekannteste Heavy-Metal-Festival der Welt begonnen. Bis Sonntag früh treten mehr als 100 Bands auf, etwa 75.000 Besucher werden erwartet. Das Wacken Open Air findet bereits seit 25 Jahren statt, allerdings wohl noch nie unter so widrigen Umständen. Wegen Dauerregens hatten sich bereits vor Beginn Teile des Festivalgeländes in Schlammfelder verwandelt. Das hier ist das letzte grüne Fleckchen in Wacken. Und gleich ist es damit vorbei. Denn jetzt dürfen die 75.000 Fans in das sogenannte Infield, also vor die großen Bühnen. 120 Heavy-Metal-Bands werden hier in den nächsten Tagen auftreten. Dann wächst auch hier kein Gras mehr. Dann wird es hier genauso aussehen wie im Rest des Camps. Immer wieder hatte es in den vergangenen Tagen geregnet, manchmal 30 Liter pro Quadratmeter in einer Nacht. Viele Fans machen das Beste draus. Seit 26 Jahren findet das größte Heavy-Metal-Festival der Welt in Wacken statt, dort, wo sonst die Kühe grasen. In diesem Jahr gab es erstmals Probleme bei der Anreise. Der Regen hatte viele Parkplätze unbefahrbar gemacht. Der Veranstalter hat deshalb Parkhäuser in Itzehoe angemietet. Von hier aus geht es dann per Bus weiter auf das 20 Kilometer entfernte Veranstaltungsgelände. Weil viele der Campingflächen unter Wasser stehen, haben die Organisatoren dazu aufgerufen, ein bisschen zusammenzurücken. Wenn man einmal durchgehend nass bleibt, geht das. Gemeinsam hoffen sie jetzt, dass es nicht noch weiter regnet. Wenigstens bis Sonntagmorgen, denn so lange wollen sie feiern.